hoch, wird schon wieder. Oder Kopf einziehen und durch. So sagen wir, wenn es mies läuft im Leben, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir den anderen trösten sollen in seiner Not. Oder manchmal auch zu uns selber. Jetzt hör mal auf rumzuheulen, hab dich mal nicht so und lass den Kopf nicht hängen. Und sogar am zweiten Advent werden wir aufgefordert von Jesus, den Kopf aufrecht zu halten. Denn Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das klingt doch schon ganz anders. Keine Durchhalteparole, sondern Erlösung vor Augen. Gott will damit sagen, ich sehe dich und ich sehe dein Elend. Aber verlier bitte auch mich nicht aus den Augen. Ich bin deine Erlösung. Und um das zu erkennen, musst du den Kopf heben. Du musst die Augen aufmachen und aufmerksam hinsehen. Ich komme. Liebe Leute, ist das nicht eine coole Hoffnung? Alles im Advent spricht vom Aufmachen, vom Wachsamsein. Mach die Türen auf, die Tore weit. O Heiland, reiß die Himmel auf. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Es geht nur, wenn wir den Kopf heben. Wenn wir uns mutig aufrichten, genau hinsehen, uns nicht einschüchtern lassen von antisemitischem oder homophobem Schwachsinn. Jesus sagt, seht auf und erhebt eure Häupter. Da ist noch ganz viel möglich. Ich bin doch da. Ja, oft fühlt es sich elend an, sagt Jesus. Und da ist so viel Krieg. Aber ich komme. Ich mache das alles heil. Und ihr könnt schon manches davon entdecken, bis ich es vollenden werde. Also, das ist doch mal eine gute Nachricht, eine hervorragende Engelbotschaft. Und ich will mehr davon hören und mir sagen lassen und mir merken, die Advents- und Weihnachtszeit ist voll davon, voll von dieser genialen Botschaft. Und sie dauert bis Anfang Februar. Also saugt auf, was die Engel sagen und verliert eure Hoffnung nicht. Friede auf Erden ist möglich. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.